So, das hätte ich. Koch. Warte mal, wo ist das? Wann ist man? Stellt mit den erhaltenen Zutaten eine Tasse Frühlingsgerstenmehl her. Das. Das. Und dann einmal fertigen. Achso. Mit dem Hartgebäck. Numero uno. Handelsmann. Achso, das ist der Schürfer. Mach ich gleich. Goldschmied. Da ist der Goldschmied. Megovannen. Erhalten zu dann ein Kupferring her. Bist du dann ja, glaube ich, hier hinten? Goldschmied? Ah, ne, ich brauche eine Werkbank. Oh Gott, warte, wo ist denn die Werkbank? Hier, glaube ich, oder? Oh Gott, ich hab's verkackt gerade. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Moin. Okay, dafür brauche ich einmal nur das Kupfer. Ich habe aus Versehen, Ich habe ein Glas voll Dreck, ich habe ein Glas voll Dreck. Was und rat mal, was da drin ist. Ja, genau das. Hat er das? Hat er das? Hat er das? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin fast unten angekommen, aber... Warum hast du sowas? Ich glaube, das willst du nicht wissen. Okay, warte mal. Will aber halt auch nicht das Ganze kaufen, ne? Okay. Da muss ich Kupfer gleich einmal selber irgendwie farmen gehen. Ich hab da aus Versehen Mist gebaut. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ist mir aber auch selten passiert bisher. So. Na. So, was ist jetzt Phase?
dann Handwerksaufträge machen, das was grün ist. Vielleicht mit so einem Schmied. Dem Schneider? Novizen? Na, der wird man gemacht. Schneider Novizen. Okay. Und versuch genau das zu machen, was in der Questanleitung steht. Ich habe nämlich gerade einen Fehler gemacht. Eine Quest kann ich nämlich jetzt gerade noch nicht machen. Habe ich missgebaut. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ganz großen Mist. Wo soll denn den Schneider finden? Der Schneider? Der Schneider ist hier. Okay. Stellt den Barren Kupfer her. Den brauche ich doch gar nicht, den Schneider, oder? Doch. Du hast den Schneider, den Schmied und den Schürfer. Und alles drei musst du machen. Weil sonst kannst, wenn du den Schneider nicht machst, kannst du ja nur deine Rüstung herstellen, aber nicht meine. Hm. Udi. Du hast einen Oberbegriff, das ist der Rüstungsschmied. Und darunter hast du drei Teilberufe. Ich habe zum Beispiel Kesselflicker und habe in dem Kesselflicker Goldschmied, Schürfer und Koch. Das heißt, ich stelle unser Buff-Food her. Ich stelle uns die Accessoires her. Und Schürfe. Du stellst die leichte und die mittlere Rüstung her. Quasi eigentlich auch die schwere, aber keiner von uns kann, glaube ich, schwere Rüstung tragen. Glaube ich. Und kannst auch schürfen. Mego Wannen. Doch, ich kann es trotzdem jetzt machen. Haha. Ich habe ein Dings dazu bekommen. Kupferring. Takara, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen hier bei den Sandpfoten. Mach's dir bequem. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Juhu, ich bin fertig. Okay. Was das gehst du? Brauchst du Hilfe? Ja, warte, lass mich erstmal durchklicken. Brauchst du Hilfe? Moment. Ich frag doch nur. So, Rezepte. In Lernen. Jo, was brauche ich ja? Was hat er gesagt? Jetzt habe ich einen Ohrwurm von dem Follow-Alert. Jetzt geht er mir nicht mehr aus dem Kopf. Brauchst du Hilfe? Nicht. Ich hab doch die Zutaten. Du musst dich an die an das jeweilige Ding stellen. Steht bei dir, wenn du ins Handwerksmenü gehst, also wenn du unten auf deinen... Pass auf. Okay. Werkbank, ja. Ja, dann müsstest du dich einmal kurz an die Werkbank stellen. Und dann müsstest du auch das jeweilige... Ich glaube, bei dir müsste es deine Nadel sein, wenn du Schneider machst gerade. Ist ausgerüstet, ja. Okay. Und dann das jeweilige Ding herstellen. Er macht. Emma, sehr schön. Ich will dir doch nur helfen. Ja, ist auch gut. Dankeschön. Ich tanze dir einen vor. Nein, du bist so dumm, bist du es. Wo hast du hier? Wir haben mich einfach ignoriert. Ja, Entschuldigung. Ja, warte, jetzt hier tosenden Applaus, ja? Warte. Ich hab dir ja eine Brosche vorne dran.
Irgendwie klingt dieses Klatschen sowas von mega ironisch, ne? Da kann ich nichts fühlen. Ich weiß, aber es klingt halt trotzdem mega ironisch, so. Ja, schön machst du das. Ganz toll. Jetzt muss ich mit dem Schmied. Geh dich am besten vergraben. Hallo, Herr Schmied, Novize. Hallo, Herr Schmidt. Ah, nee, Schmied. Hm. Ja, genau. Ging das nicht auch irgendwie, dass man und dann auf genau ach ja beobachte dich. Echt? Mhm. Das ist nur ein Wunder. Jetzt frage ich mich jedes Mal, wieso, vor was denn? Wenn ich einen Screenshot mache? Kniffen. Ah. Ja, das muss ich ja machen. Damit erspare ich mir Arbeit bei den Thumbnails später. Und sonst brauche ich wieder Ewigkeiten. Fertig, Union. Das Schlimmste ist, man muss halt immer Doppel-Screenshots machen, weil ich diese Tastenbelegung irgendwie nicht ändern kann. Ich habe es einmal versucht, aber irgendwie will es will nicht so ändern, wie ich will. Es will einfach nicht. Flauschige Raupe, auch dir vielen, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier. Im Irrenhaus der Dampfoten. Ja, ja, schön machst du das. Wirklich ja. Schön, ja. Ich frag mich nur, warum du da gerade hochrennst. Das weiß ich auch nicht so genau. Mal gucken, was da los ist. Also wenn du den Schiffer brauchst, da musst du zu diesem Handelsmann gehen, der hier vorne ist. Ja, genau zu dem. Den habe ich gesucht. Hm? Hallo, guter Mann. Weißt du eigentlich, wo ich sitze? Oder? Nein. Okay. Nicht? Noch nicht. Du bist schon an mir vorbeigelaufen. Echt? Ja. Ich sag, ich geb dir einen Tipp. Von der Position, wo ich bin, kann ich dich sehen. Und du mich auch. Oh. Guck mal, wie ich hier sitze. Ich fall halt von der Bank. Wollte ich gerade sagen, sieht nicht sehr bequem aus. Doch. Gut, okay, so Schürfer. Achso, den Schürfer musst du noch machen. Ja, ja. Musst du, glaube ich, auch hier hinten hin. Ein Schürfer. Oh. Ach, ein Kupfer. Immer dieses Stalker, ja, ne? So, und jetzt machen wir wieder mal einen schönen Tanz. Tada! Ich kann schweben. Schöner Feuertanz. Stefan, sollen wir mal fragen, auf welchem Server ihr spielt? Wir spielen auf Belega. Ich habe zwar auf mehreren Servern einen Charakter, aber hauptsächlich spielen wir auf Bele. Okay, hätte ich jetzt alles erledigt damit. Supi. Das ging schnell. Yes. Ja, gut, was heißt schnell? Ist ja normal. Das ist hier relativ in der Gegend, nicht? Ich habe hier sogar einen Universal-Werkzeugsatz. Oh. Ja, das hast du zu deinem Paketchen zugekriegt. Das kann ich, glaube ich, habe meins nur, weil ich. Ja, ist aber hier noch eine Aufgabe für mich. Soll ich die annehmen? Nö. Ist das ein grauer Ring? Nee, ein goldener. Achso, klick dir nochmal an. Übung macht den Meister halt da. Okay. Achso, ja, das ist bei mir ausgegraut. Weil ich ein Level höher bin als du aus irgendeinem unersichtlichen Grund. Nö, nee, brauchst du nicht annehmen.
Autsch. Schade. Hallo. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Mein Herz kann heute nicht singen. Das ist Avatars Beute, da bin ich mir sicher. Seht ihr dieses Muster auf der Seite? Das hat Avatar vor langer Zeit selbst gestickt. Ihr überbringt schreckliche Nachrichten. Seid ihr sicher, dass es keine anderen Hinweise auf Avatar gab? Irgendein Anzeichen, dass sich mein Sohn vielleicht in der Nähe versteckt hat, wo er vor den Wölfen und anderen Gefahren sicher, aber doch zu weit entfernt war, um seinen Beute zu holen? Aber nein, das ist eine schwache Hoffnung, auf die ich nicht vertrauen darf. Ein Feind hat meinen Sohn, mein Avatar, getötet. Eine andere Antwort gibt es nicht. Werdet ihr euch mein Leid anhören? Die Bilbisse haben meinen Sohn getötet. Und dafür werden wir sie aus den Eredluin vertreiben. Sobald ein Bilbis auch nur einen Schritt in dieses Land tut, werden wir ihn mit Schwert und Pfeil empfangen. Geht und tötet Bilbisse, wo immer ihr sie findet. Ruft dabei den Namen Avatars, denn diese elenden Kreaturen sollen wissen, wessen Zorn sie trifft. Während eurer Abwesenheit habe ich erfahren, dass Limael Weinberg von einer Gruppe Bilbisse unter der Führung eines abscheulichen Kreaturen namens Pampratsch heimgesucht wird. Finde Pampratsch und seine Helfer. Tötet sie im Namen Avatars. Limael Weinberg liegt dort westlich von Kelundim. Jo. Wie war das noch mit der Rache? Oh, warte, da vorne ist noch was. Eine Warnung. Seid gegrüßt. Diese Entdeckung ist beunruhigend. Ja. Freude ist auf meiner Seite. Ich sorge dafür, dass Fürst Dorongur in Duelon Kunden davon erhält. Wir hätten ohne euch nie davon erfahren. Wir stehen in eurer Schuld. Okay. Katappa, katappa, katappa. Nein. Nicht Katappa? Hey. Ja doch, eigentlich schon, aber nein. Aber warum nicht? Naja, Katappa. Ja, dann leg los. Katappa, 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 Katappa. Ich hab zu viel Deponia gespielt. Ist ja der Rotwein nicht verschaltet. Was? What? Was? Ja, Papa eben, du what? So. Ja, das mache ich doch öfters, dieses Katappa. Kennt keiner von euch Deponia? Das Lied der Schlemmkrabben oder wie das heißt. Na, ist nicht meins. Da singen die dann Katappa, 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 Katappa. Er klingt nur besser. Kennt das keiner? Und wir müssen unbedingt Deponia spielen. Hast du gerade gesagt, Deponia ist nicht deins? Ja, das waren meine Worte. Und Spanause. Das ist genau dein Humor. So ähnlich wie bei Edna? Ja. Ah. Teilweise sogar schlimmer, glaube ich. Oder ich weiß nicht. Oder ist Edna schlimmer? Ich glaube, die nehmen den nicht viel. Deponia kenne ich, habe ich mal gesehen, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Doch, doch, das habe ich noch mit Fotos mega gefeiert, dieses Katappa, Katappa, Katappa. Darf ich die Kupferader abbauen oder willst du? Mach ich. Okay. Achso, ich sollte erst... Ah ne, ich kann das auch vom Pferd aus machen, stimmt. Wir sind ja nicht in... Erst laufen. Wie bescheuert sieht das denn aus? Oh Gott. Der Arsch. Oh nein, ey. Sieht das schön aus. Ja, total. Einmal hier hoch. Ich grüße euch. Ich wünsche nur, dass dieses aufmerksame Geschenk von Bregedur zu einer besseren Zeit gekommen wäre. Du bist derzeit um den Weinberg steht, fürchte ich, würde das fast leer auf die Reise gehen. Das ist aber doof. Würdet ihr mir einen Moment eurer Zeit opfern? Soll ich hier was von meinem Rotwein abgeben? Was habe ich noch? Zu dieser Jahreszeit ist der meiste Wein bereits geerntet und in Flaschen abgefüllt. Es war eine besonders ertragreiche Saison und viele der Weinstücke sind noch voller Trauben. Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar. Weinherstellung ist keine einfache Arbeit. Wenn ihr diese Aufgabe erfüllt, wisst ihr Wein sicher umso mehr zu schätzen. Oh, das weiß ich sowieso. Die Arbeit wird um einiges schwieriger, wenn lästige Wildnisse in die Weinberge einfallen und euch vertreiben. Ich glaube aber, ihr seid stark genug, mir zu helfen. Wenn ihr die Trauben von den Weinstöcken ernten würdet, die für die Weinherstellung noch gut genug sind, dann werde ich mich daran machen, dieses Fass mit dem Allerbesten zu füllen, was dieses Tal zu bieten hat.
Der Weinberg liegt etwas weiter unten in Richtung Westen entlang des Steinpfads. Nehmt euch vor den Bilwissen in Acht. Die sind hier besonders lästig. Bin kurz AFK. Okay. Bis gleich, Harrod. Oh, Arsch. Ein edler Tropfen. Wo wir gerade beim edlen Tropfen sind. Ich kann einmal nachgießen. Weil ich habe noch mehr als genug. Dabei habe ich schon 2 Gläser vollgetrunken. Sowas aber auch. Ein Wein, der niemals leer wird. Das wäre geil. Er braucht das nicht. Ich brauch's unbedingt. Na gut, die Leute, die keinen Wein trinken, die brauchen das wahrscheinlich nicht. Ja gut, das stimmt. Meine Freundin, könnt ihr mir vielleicht einen Gefallen tun? Schlimm genug, dass die Bilwis und Lima jetzt Weinberg schänden. Doch kürzlich ist eine Schar dieser elenden Kreaturen in einen alten Weinkeller eingebrochen und hat einige Flaschen mit einem seltenen uralten Wein entwendet. Zweifellos werden diese bösen Kreaturen den Wein längst getrunken oder den Großteil der Flaschen zerstört haben. Doch wenn ihr den Bilwissen in dieser Gegend noch ein paar dieser Flaschen abnehmen könntet, so stünde ich tief in eurer Schuld. Ihr findet die Bilwisse überall in Limaels Weinberg. Ich würde mich an eurer Stelle jedoch nicht in das Tal Rastereik wagen, denn dort sind die Bilwisse gefährlicher. Aber ich will doch da rein. Wir gehen da einfach hin. Natürlich gehen wir da einfach hin. Keine Ahnung. Die steht ja nur hier oben den ganzen Tag. Da ist das Questlog. So, jetzt einmal absitzen. Einmal diese 2 Zauber tauschen. Die Geräusche, die sie immer machen beim Sterben. Ja, ich find's lustig. Okay, der ist abgefackelt. Der ist abgefackelt. Ja, manchmal einfach kein Zauber spricht. Naja. Kriegst du die Weinreben eigentlich auch, wenn ich so pflücke? Nee. Okay. Das ist ja kein Problem. Jo. Hast du auch was zu tun? So kann man es auch sehen. So, jetzt. Na, wenigstens bringt's was, wenn einer von uns die Gegner tötet. Ja. So. Auch noch ein paar Träubchen. Hast du alle? Hä? Du alle? Ich hab, 2 fehlen noch. Hier die sind aber hier hinten. Die nehme ich mir mal, ne? Wir können die sowieso beide pflücken. Ja, ich habe gesagt, hier ist eine Kupferader. Achso. Nehme ich mir mal. Achso, ja. Achso, ja, Kupferader. Ich war noch beim Wein. Sind die übersehen? Vorhin gerade? Es kann sein, dass die gerade erst gespawnt ist. Achso. Es kann aber auch sein, dass ich sie übersehen habe. Ich weiß es nicht genau. Ja, als ich da eben geguckt habe, war da noch nichts. Ist mir nicht bewusst. Würde mich aber nicht wundern, wenn ich vorbeigelaufen bin. Da glaube ich jetzt auch gerade nur durch Zufall gesehen.
weil der Winkel da gerade ganz gut war. So. Malm, Hass, Malm. Genau. Hat er gesagt. Hass, Malm, Hass. Oder Malm, Hass, Malm, besser gesagt. Okay, wir sind hier fertig. Oh. Fast synchron. Aber nur fast. Leider nur fast, ja. Und Scheiße, ich dachte gerade, was ist das für eine komische Spinne, die da runterkommt? Entschuldigung. Ich wollte sie nicht verschrecken. Ey, hier sitzen wir uns schon. Ach du gute Neune. Niemals nicht. Oh, das ist schon. Nee. Ja gut, der Herr. Okay, die Dame. Oh, für jeden ein. Perfekt. Ich bin festgefuckt. Was? Festgefuckt? Ich hab gerade festgefuckt gesagt. Ja, ich wollte eigentlich festgefahren sagen, was? Aber. Ja, ich bin festgefuckt. Oh. Oh, das tut ja selber schon weh. Ein Edel. Jetzt muss ich das Video eingeblendet kommen, was du mir geschickt hast. Du, du, du. Oh, nee. Einfach nein. Oh, den muss ich mir. Den habe ich nicht vergessen, den muss ich mir aufschreiben. Oh, Zettel und Stift. Man bringe es mir. Ah, liegt ja hier. Das muss ich mir aufschreiben, das darf ich nicht vergessen. Oh, nee. Nee, lass das mal. Ah, sehr gut. Nee. Ihr habt alles getan, um das ich euch hätte bitten können. Habt Dank für eure Bemühungen. Es wird diese bösen Kreaturen eine Lehre sein, das sich an einem Weinkeller zu vergreifen. Oh Gott, ich kann doch nicht mal lesen. Eine Winzerhose. So. Ist notiert. Erntehelfer. Sehr gut. Die Mühe, die ihr euch heute gemacht habt, wird in einigen Jahren viele großen Genuss bereiten. Schweiß und Fleisch. Genau. Schweiß und Fleiß bringen Zufriedenheit. Nicht nur bei der Weinherstellung, sondern bei allen anderen Dingen. Mhm. Ist auch festgefuckt. Festgebiebt. Alles gefüllt und fertig für die Lieferung. Ich möchte euch gerne für eure Hilfe danken. Ich hätte den letzten Teil der Ernte alleine nicht zustande gebracht. Dieses Fass ist für jemand anderen gedacht, doch möchte ich es zu meinem Freund Bregedur bringen lassen. Immerhin war er es, der es zu mir hat bringen lassen. Warum sollte er also nicht den besten Wein des Tals erhalten? Würdet ihr so gut sein und dies zu ihm zurück nach Kelondim bringen, folgt dem Pfad in den Osten und wendet euch dann in Richtung Südosten über die Brücke. Ihr werdet ihn auf dem Handwerkermarkt finden. Warum erklärt ihr uns den Weg, wenn wir von daher ja kamen? Weil wir da ja was... Ach, egal. Das ist eine berechtigte Frage. Naja, dann verkaufe ich noch mal ein bisschen was. Was kennst du hier? Was ist dieses Schriftstück der besonderen Reise? Was ist das jetzt genau? Weiß ich nicht. Okay. Die bekannten Leute schon ab. Okay. Hi, Bro. Danke für die 10 Bits und den Wolf. Kann nicht alles verkaufen. Verkaufen.
Kann ich hier das verkaufen? Oh mein Gott. Hm? Was ist da alles drin, ey, in dem Krempel? So viel Zeug. Ich würde dir raten, erstmal nichts aus deinem Inventar zu verkaufen, außer Ausrüstung. Nee, aber hab ich auch nicht vor. Hab ich auch nicht vor. Weil ich dir noch nicht sagen kann, was du dann alles brauchst. WB Hybrid. Wie gesagt, hab ich nicht vor. Das ist gut. Und was überschüssig ist, kann ich auch so entsorgen. Das stimmt. Bringt dir zwar kein Geld, aber vieles kannst du halt auch für die für den Ruf benutzen. So. Du hast ja schon wieder so eine schnieke Hose an. Du? Du? Nee, ich? Ja. Ja, ich habe ein Kleid an. Ja, die ist festgefuckt. Meine eigentliche Ausrüstung willst du nicht sehen. Mit meiner Socke auf dem Kopf. Doch, zeig mal. Alle? Ist doch keine Socke. Ist doch eine Socke. Oh. Es ist eine Socke. Ich habe eine Socke auf dem Kopf. Ich hab eine Socke auf dem Kopf. Ich bin ein Fuß. Ein Fuß. Das passt irgendwie nicht so ganz. Doch, das passt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Na gut. So, warte, ich muss mich einmal umziehen. Jetzt bräuchte ich eigentlich noch ein weißes Pferd. Warte mal. Hm? Oh ne, alles klar. Warte, dann. Okay. Oh, schnell, hier ist ein Wolf. Der kann mich vom Pferdchen verfahren. Wir werden verfolgt. Kann es mal wieder Tag werden? Ja, ist schon recht lange dunkel, stimmt. Viel zu lange. Weil es ja eigentlich cool gemacht ist, so ist es ja halbwegs realistisch. Langer Tag und lange Nacht. Ja. Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Ich danke euch und dank meiner Freundin Breathsylvan, die meine Absichten richtig zu deuten wusste. Ich habe gehört, dass Breathsylvan von Bilwissen heimgesucht wurde. Und dass ihr diese verjagt habt, um dieses Fass zu gewinnen. Dass es die Sache wert war. Echt? War es das? Seid gegrüßt. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Bevor ihr geht, würde ich euch noch um einen Gefallen bitten. Ich habe eine neue Freundin in Duryund im Norden eine Flasche Wein der Vorjahresernte versprochen, war aber bisher zu beschäftigt, um mein Versprechen einzulösen. Ich hoffe, dass sie mir das nachsieht. Könntet ihr die Flasche zu Dullengil bringen? Die Zuflucht liegt an der Straße, die dem Fluss nördlich jenseits von Niemals Weinberg folgt. Falls ihr an den Zwergenhafen Keledul gelangen solltet, seid ihr zu weit nördlich gereist. Reist das Pferd von hier nach Duelond. Okay. Hui. Hui. Der Plumpsack, der geht um. Ja, sozusagen. Ein grauer Schatten liegt auf meinem Herzen. Was soll das heißen? Pamprasch behauptet, mein Sohn wäre noch am Leben? Avatar wurde nicht ermordet? Mein Herz wird das ja glauben. Den Worten eines Bilbes trauen
Und doch kann ich mir nicht vorstellen, warum er euch dies sagen sollte, wenn es nicht wahr wäre. Aber wenn Avatar noch am Leben ist, dann verheißt seine Gefangennahme nichts Gutes. Ich fürchte, er wird die Gefangenschaft bei diesen verstoßenen Zwergen nicht lange überleben. Sie sind kein dort besser als die Sibylwisse. Werdet ihr euch mein Leid anhören? Ihr habt schon so viel für mich getan. Und doch muss noch viel mehr getan werden, wenn mein Sohn befreit werden soll. Wir hatten lange nichts mit den Zwergen zu tun und die Erinnerungen daran sind ohnehin nicht sehr angenehm. Habt ihr von Skorgrim Grimhans Angriff auf die alte Zuflucht von Edelion gehört? Zwerge führen immer etwas im Schilde und sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Man darf ihnen nicht trauen. Wir müssen unsere Kräfte vereinen, um die Zwerge der Eredluins zu belagern und Avatar aus ihren Klauen zu befreien. Aber nur Dorungur Weißdorn, der Meister von Duilund, hat die Befehlsgewalt, um eine solche Streitmacht zusammenzustellen. Überbringt ihm die Nachricht, dass mein Sohn lebt, sich aber in Gefangenschaft befindet. Wir müssen gegen die Zwerge vorgehen, bevor es zu spät ist. Sprecht mit Stallmeister Toron, bevor ihr geht. Er wird dafür sorgen, dass eure Reisedauer verkürzt wird. Brauchen wir nicht. Wir sind zu Pferde. So einen kleinen Kram brauchen wir uns nicht aufhalten. Na gut. Aber vorher müssen wir eh noch woanders hin. Wohin denn? Widerliche Kreaturen in Tamgelair besiegen. Ey. Sind aber nur 6 Stück. Gut, gut. Mach die Scheinwerfer am Pferd an, es ist dunkel draußen. Haben sie nicht. Okay, wenn ich's nehme? Ja, klar. Mach mal. Okay. Warum bin ich eigentlich abgestiegen? Ich brauch doch gar nicht absteigen. Mörder. Brauchen wir nur leider. Wenn das die Hobbit-Polizei sieht, das gibt Strafzettel. Mhm. Oh Mann. Das gibt Ärger von der Polente. Von der Polente. Polizei della Polente. Wird? Doch mal dran. Ran. Jetzt kommen wir wieder zurück. Jetzt können wir mit Tingler sprechen. Tingler. Das Witzige ist, das, was ich gerade gemacht habe, kann man nur verstehen, wenn man die Videos von Parappa mal gesehen hat. Vom Oblivion-Tagebuch. Falls das einer kennt. Wenn nicht, schaut es euch unbedingt an. Parappa ist echt cool. Beim Oblivion-Tagebuch da, ja. Ihr würdet ihr verstehen, was ich meine. Mit Tingler! Ja. Guck. Die habe ich es, glaube ich, mal gezeigt, aber du hast es, glaube ich, nicht so weit geguckt, dass du Tingler gesehen hast. Das ist Parappa, sagt mir auf jeden Fall was, ja. Ja, ja, von Parappa hast du definitiv schon was gesehen. Weil da, beim Oblivion-Tagebuch hast du halt viele. Memes und so weiter zu alten Serien und so gehabt.
So viel, so also ein bisschen verarsche und so. Huch, war ich da zu schnell? Ja, ich bin noch so ein bisschen. Achso. Dann warte ich immer. Ein bisschen heftiger. Auf jeden Fall, wenn man das Oblivion-Tagebuch gesehen hat, dann weiß man, was Tingler heißt. Bedeutet. Wer Tingler ist. Ich finde es halt unglaublich witzig. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Lange schon leben mein Bruder und ich an diesem Ort und in dieser Zeit haben wir viel gesehen. Nun aber ist es an der Zeit, dass wir von hier fortgehen und gen Westen segeln. Leider sieht mein Bruder die Dinge nicht so, wie sie wirklich sind. Wir hier bleiben. Unser ganzes Leben lang haben wir gemeinsam verbracht. Und es wäre undenkbar für mich, auch nur einen Tag ohne seine Gesellschaft und seinen Beistand zu sein. Er ist das Band, das mich an Mittelerde bindet. Solange er hier bleiben will, bin ich gezwungen, auf ihn zu warten. Vielleicht könntet ihr nach Duelon gehen und versuchen, Brega dazu zu bewegen, zu mir nach Kelundim zu kommen. Die Zeit ist gekommen, unsere Reise anzutreten. Die Zuflucht befindet sich in Richtung Norden auf der Straße. Okay. Und wo war die andere Quest nochmal? Ja, glaube ich. Ja. Tingler! Eure Kunden erfreut mein Herz. Und ich kann es nicht erwarten, wie es einst in den Ruinen zu wandeln. Mit dem Himmel über dem Kopf und der Sonne im Gesicht. Die kühlen Schatten, die die Mauern werfen, werden mich nicht mehr an die Schatten im Osten erinnern, sondern meine Seele beruhigen und mir neue Kraft geben. Tinglers! Schulterpolster. Ich gehe mir selber schon auf den Sack damit, aber irgendwie kriege ich es nicht aus dem Kopf. Das ist wie so ein lästiger Ohrwurm. Mein Bruder Kalengil ist in Duelond, unserer Zuflucht im Norden. Wie ich ist sie auch, ist doch er bestrebt, die alten Städten wieder der reinen Natur zu übergeben. Dabei könnte er eure Hilfe gebrauchen. Geht die Straße entlang bis zu den Höhen über Kelundim, dann geht in Norden und durch einen Einschnitt in den Hügeln. Dahinter findet ihr die Zuflucht. Okay. My little pony, my little pony. Na, so little ist es ja nicht. Schlimmste ist, jetzt habe ich Bock. Das Oblivion-Tagebuch. Nein, hast du nicht. Doch, habe ich. Kannst ja nachher im Bett dann. Ja, das wäre toll. Kann ich dir dann nochmal den Link zuschicken? Kannst du machen. Oh, ich habe einen Brief von Bingo Boffin überlesen. Ja, Bingo Boffin werden wir natürlich auch treffen, ne? Oh, ist Kaya stehen geblieben? Kaya? Kaya? Ja, Moment, Moment. Du kannst übrigens auch automatisch laufen, ne? So. Kannst du übrigens auch automatisch laufen? Ja. Du kannst auch automatisch laufen. Ja, macht ja nichts. Ja, aber dann könntest du, dann könntest du einfach weiter laufen. Tipseln. Ja, einfach weiterlaufen, während du am Tippseln da bist. Und alle Pferde springen. Hey, hey, hey. Aktivieren. Gute Idee. Ja, ne? Ich bin für meine guten Ideen manchmal bekannt. Wie
kann ich euch zu Dienst? Tingler, ist es also gelungen, mit eurer Hilfe die Dunkelheit aufs Tamgeleer zurückzudrängen? Oh, ich habe eine solche Aufgabe vor mir, besitze aber leider kein Schmuckstück vom Bruchteil, das mir beistehen könnte. Jedoch kenne ich mich mit den Kräutern dieser Länder aus und kann einen Trank brauen, mit dem man die hiesigen Ruinen säubern könnte. Wollt ihr mir dabei behilflich sein? Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Nein. ihr habt euch entschlossen, mir zu helfen. Ausgezeichnet. Ich weiß, wie man einen Trank braut, mit dem man die Ruinen von Dol Ringvest von der Verderbtheit säubern könnte. Die meisten der Zutaten habe ich schon, aber eine fehlt mir noch. Ein stark duftendes Kraut, das am Ufer des Flusses wächst, der unterhalb von Duilund von Norden nach Süden fließt. Man kann es leicht pflücken und ich würde das auch selbst machen, aber der Trank gärt gerade und diesen Vorgang muss ich genauestens überwachen. Könnt ihr mir die Kräuter besorgen, die ich bräuchte? Könnte ich machen. Allerdings muss ich einmal ganz kurz pinkeln. Tun Sie das.